Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy Rebirth. Wir schauen uns mal, was da hinten in dieser Kammer drin ist. Eventuell. Oh, guck mal hier. Schon wieder was zum Kämpfen. Aha, hier müssen wir es wegschieben. Nun gut, gehen wir erstmal einkaufen. Nee. Ich könnte mir aber, wenn noch mal Analyse da ist, nehme ich schon mal eine Analyse-Materie mit. Hier. Gut, dann, bevor wir es setzen. Oh, na, das ist ja doof. Wir müssen echt hier rumrutschen. Achso, ich muss gedrückt halten. Ich mag den Boden nicht. Der Boden ist irgendwie eklig. Gigatrank. Na super, deswegen bin ich jetzt hier hochgekommen. Okay, da müssen wir gleich rein. Wir hocken uns mal hier hin. So, jetzt speichern wir, weil ich weiß auch nicht warum. Ich habe gerade Lust. Darf nur 10 Fleischpunkte machen, gell? Machen wir den hier. So, das ist eine wirklich schöne Tür. Wäre krass, wenn wir jetzt auf Weiß stoßen würden. Miau, was ist denn jetzt bitte? Um weiterzukommen, benötigt ihr einen Hub. Ach du schon wieder. Hoppla, ist doch kein Grund, aus der Haut zu fahren. Ich bin hier, weil ich euch helfen will, aus dieser Anlage herauszufinden. Ha, wer's glaubt, wird selig. Ihr seid nun mal hartnäckiger, als ich es zu Anfang gedacht habe. Es ist daher in meinem eigenen Interesse, euch hier so schnell wie möglich herauszukriegen, bevor ihr noch mehr Unheil stiftet. Und wenn ich mich richtig erinnere, besteht der Code aus 4 zweistelligen Zahlen. Ihr solltet sie hier irgendwo in diesem Raum finden können. Hopp, hopp, jetzt sucht sie schon. Ach, Weiß kann ja gar nicht hier sein. Wir haben den doch im Shinra-Hauptgebäude getroffen. Ich war irgendwie gerade der Meinung, wir sind in Midgar. Wir sind ja gar nicht in Midgar. Gut, also Weiß ist da schon mal nicht drin. Also ist der Ausgang. Weil wir hatten ja mit der Yuffie im DLC eigentlich schon Kontakt mit Jojo Severus so ein bisschen. Okay, wir brauchen Zahlen. Wahrscheinlich sind die da dahinter. Deswegen stehen die hier so rum. Zehn, 59. Hä? Ach, 36, 10, 59, 97. 36, 10, 59, 97. Hier, ich muss auf. Ich weiß doch die richtige Kombination. Oh, ich muss die echt jetzt... Oha. Nochmal. Ich weiß doch die richtige Kombination. Oder muss er erst sehen und sagen, oh ja, das ist die Kombination. Oh mein Gott. 36, 10.
58, 97 war es, glaube ich. Ah. So. 38. 10. 10. 58. 58. Oh, zurück. Wieder hin. 97. Also irgendwas scheint da drin zu pennen. 38, 10. Ach, 36, 10. 59, 97. Oh. Dann war es die 59. Besser spät als nie was. Dann komm mal rein. Also irgendwas hat er gepennt. Hinter der Tür. Er hat gepennt. Erwähnt. Dieser Bereich wurde streng unter Verschluss gehalten. Hier bewahre ich Experimente auf, die mir aus dem Ruder gelaufen sind. Ah. Mhm. Ah. Oh! Naja, ihr könnt ja hier ein wenig aufräumen. Ich danke euch vielmals. Jetzt kann ich ja das sagen. Oh, das hält auch viel aus. Denummeriertes Versuchsobjekt. Physische und magische Attacken machen dieses Wesen immun gegen die jeweilige Angriffsart. Nachdem sie mehrfach die Resistenz gewechselt hat, wird sie schockanfällig. Reflekt kannst du mit physischen Attacken aufheben, Schild mit magischen. Doch, das geht schon, das machen wir schon. Kann ich überhaupt mit irgendjemandem Synchrofähigkeit machen? Okay. Bin ich jetzt drin? Und los! Ja! Ja! Und der ist mit dich! Ich übernehme! Jetzt zeig ich, und das wird so nichts, oder? Ja, los! Ich glaube, er ist angeschlagen. Hier! Los! Baird und Aerith greifen Stiefel aus der Distanz an. Das war klasse! Naja, war okay. Hier kommt Baird! Da, nicht schon wieder.
Das tut weh. Sehr schön, weiter so. Achtung, jetzt knallt's. Da geht noch was. Das wird kein Stück. Allzeit bereit! Nicht so effektiv! Ja! Hey! Mal sehen, was die Zukunft bringt! Ja! Rüber! Hey du, dein Warte, ich übernehme! Mist! Das bringt absolut gar nichts! Das tut weh! Na? Gib mir mal wieder! Das wird kein Stück! Weiter so! Arriba! Aus dem Weg! Ich zähl auf dich! Jetzt drin? Der ist für dich! Jetzt gibt's auch nicht! Kannst du überlegen? Fote! Fote! Oh, weh! Das wird wunderbar! Rüber! Jetzt gibt's Saurin! Du, übernimm mal! Wurde schon angedeutet! Das habe ich mir extra für dich aufgehoben! Mist! Das bringt absolut gar nichts! Gemeinsam schaffen wir es! Dann mal los! Am Ball bleiben! Zeig mir eine Abbrüge! Boys! Weiter geht's jetzt mit dir! Jetzt entscheiden wir es! Hä, warum kann sie denn nichts? Ach so, deswegen. Dieses Leid! Wie schrecklich! Wenn ich diesen Hoso in die Finger kriege! Du bist am Zug! Überlass das mir! Übernimm du! Allzeit bereit! Er hat Alexander. Ich glaube, wir rufen mal Alexander. Wurde schon angedeutet. Da geht noch was. Auf die Zwölf. Na? Hat schon Vorarbeit geleistet. Zeig ich euch, was ich kann. Der ist für dich. Hallöchen. Ach, ich muss erst den Mokli rufen, oder was? Haben wir erstmal ein Haus gerufen. Geht's noch? Arriba! Alter! Unten bleiben, Abschaum! Überlass das mir! Und los! Hier! Flieg!
Okay. Schön. Oh Mann, womit habe ich das nur verdient? Du wolltest hierher gehen. Gut gemacht, meine Lieben. Dank euch sieht es hier in der Villa doch gleich wieder etwas ordentlicher aus. Nun gut. Jetzt, wo alle meine alten Experimente aussortiert sind, gibt es für mich hier eigentlich nichts mehr zu tun. Das war ein unterhaltsamer Tag. Also, bis zum nächsten Mal. Pass bloß auf, Ojo. Beim nächsten Treffen ramm ich dir deine hässliche Brille in die Visage. Machst du mit? Da fragst du noch? Gehen wir zurück nach oben. Das Terminal wartet doch. Dürfen wir wieder zurück? Ich will mich erstmal ganz kurz hinsetzen. Ach, schön. Ehe ich es vergesse, ganz kurz. Juffi ist angeschlagen. Nee, Tifa. Zerstörung, geschwächte Abwehr, Gewitter. Haben wir nicht mehr irgendwas anderes noch hier? Feuer oder so? Irgend so ein Doppelding? Toxin, Gestein. Ach komm hier. Das hat da drin gewohnt. Ja, der war auch ausgebrochen. Okay, hier ist wieder Stein. Hier noch was finden? Hier ist so dunkel. Hilfe. Oh Gott, ich bin hier weg. Also wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Aber wieso lässt er uns einfach so gehen? Kommt ihr hier rein, Leute? Schöner Aufzug. Kann ich durch deine Beine laufen? Nee. Unterirdische. Waren wir hier nicht schon mal? Sieht so aus. Okay. Auch hier! Wow! Was ist euch denn passiert? Hallo! Oh. Hm? Wie sieht's aus? Habt ihr das Terminal gefunden? Noch nicht. Wir wurden aufgehalten. Wir sollten keine weitere Zeit verlieren. Machen wir uns wieder auf die Suche. Ja, genau. Durchkämmen des Marco-Forschungslabors. Nachdem alle wieder vereint sind, geht die Erkundungstour im Marco-Forschungslabor weiter. Cathys Feuereifer auf der Suche nach dem Terminus kaum zu bremsen. Fehlt nur noch jemand, der störende Ungeheuer aus dem Weg räumt. Überlege gut, wer dafür am besten geeignet sein könnte. Okay. Nein! Ist das etwa ein Sarg? Oh, da krieg ich direkt Gänsehaut. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Okay.
gut aussieht. Wer seid ihr? Das fragen wir dich. Wer bist du? Vincent Valentine. Und ich. Halte hier Wache. Was bringt euch her? Neugierde? Dein Terminal. Die Karte. Interessant. Scheint, als hättet ihr Zugang erhalten. Gut. Allerdings siehst du überhaupt nicht aus wie Murasaki. Kannst du das erklären? Das ist eine wirklich lange Geschichte, aber... Es gibt etwas, das wir unbedingt herausfinden müssen. Und zwar so schnell wie möglich, bevor es unser Feind tut. Feind? Und wer ist das bitte? Oh. Shinra. Shinra. Ja! Mach doch keine Scherze, Cloud. Oh. Unser Feind ist ein Mann, der einst als Held verehrt wurde. Sephiroth. Er ist auf der Suche nach einer Macht, mit der er den Planeten auslöschen kann. Verstehe. Nun gut. Auf eine Sünde mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Nein, der geht wieder ins Bett. Der Raum ist jetzt entsperrt. Wie es Ihnen beliebt, Herr Murasaki. Nein! Heißt das, wir können gehen? Verdammt. War der nicht im Hauptspiel optional? Kommt er nicht mit? Oh, Kacke. Komm raus da. Ey, pennt der? Ich hab gedacht, ja, wir sind jetzt hier und derzeit war ja auch Shinra unser Gegner. Ja, das mit Sephiroth ist. Ich habe immer das Gefühl, dass die gar nichts wissen von dem, dass der so abtrünnig ist. So, jetzt schmeiß ich erstmal hier alles um. Gib mir das mal. Was ist denn jetzt mit dem? Kommt der nicht mit, nur weil ich einmal eine falsche Antwort gegeben habe? Kommen Sie bitte raus. Lass mich schlafen. Hey! Komm raus, du hast so eine schmale Taille. Du passt zu uns. Wir haben alle schmale Taillen. Okay, ich glaube, wir haben es... ja, ich weiß auch nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es das Spiel einem einfacher macht. Irgendwie. Und der einfach so mitkommt. Warum auch immer, keine Ahnung. Oh, Mann, oh Mann. Okay, Lieben, dann bleiben wir erstmal hier in der Bude drin. Und hocken uns da auf den Stuhl. Nee, auf die Dings. Hier, da. So, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben dieses denummerierte
Versuchsobjekt niedergeschlagen. Wir haben wahrscheinlich ein anderes Versuchsobjekt wiedergefunden, das allerdings gekrummelt hat und nicht mit möchte. Vielen Dank. Gehabt euch wohl. Vielen Dank an Robert Dark für die Kanalunterstützung und bis morgen. Tschüss.